Reaktionsgleichung ausgleichen, aber einfache, und zwar mit Periodensystem, mit der Hilfe. Also, meine Unterrichtsmitschnitte, die sind zwar toll bewertet, aber die sind viel zu lang und deswegen habe ich diese Mini-Videos erstellt. Und von hier aus kommt ihr direkt in den Unterricht, also genau zum richtigen Abschnitt. Und ich muss noch ein paar Sekunden reden, damit der Link bis dahin erscheinen kann, also noch ein paar Sekunden Geduld. In diesen Mini-Videos, dann wird also noch nichts erklärt, aber bevor ihr dann auf den Link klickt, wo die Erklärung kommt, dann bitte ich um eine offene, ehrliche Bewertung, also Daumen runter oder Daumen hoch, ob euch das geholfen hat. Also auch euch viel Freude beim Verstehen.